Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Civilization oder meines Civilization 5 Spiels mit Darius von Persien. Und ja, wir sind inzwischen sogar schon bei Folge 6 angelangt. Ein bisschen unregelmäßig ist es doch geworden, was ich ein bisschen schade finde, aber es ging nicht wirklich viel besser aus meiner Sicht oder beziehungsweise zeitlich war es einfach nicht so viel möglich. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir schon ganz weit gekommen. Also wir haben ja schon, ich glaube, fünf Städte, genau fünf Städte haben wir schon gegründet und auch schon ein paar Gegner entdeckt. Infinaute, Zum wie schön ist. Beispiel den Dänen, Harald Blauzahn, der eben zu sehen war. Wobei wir noch keinem irgendwo wirklich großartig viel Kontakt hatten. Also jedenfalls nicht so, dass ich jetzt irgendwelche näheren Interaktionen gemacht habe, Krieg oder sowas. Wird aber sicherlich auch bald kommen. Und ansonsten versuche ich halt gerade so ein bisschen hier unsere fünf Städte etwas auszubauen. Mit 12 Happiness sind wir eigentlich auch ganz gut unterwegs. Würde ich eigentlich fast anbieten für eine weitere Stadt. Ja, ansonsten mal gucken, was ist hier gerade eigentlich ausgelaufen. Genau, die offenen Grenzen, die hatte ich anscheinend letztens mal zugestanden und habe sie jetzt aber wieder entfernt, einfach aus dem Grund, weil ich momentan absolut nichts mit ihm zu tun habe und also da gar nicht langkomme. Infinaute. Ja, jetzt nervt mich nicht jede Runde hier. Muss sagen, da ist die KI irgendwie auch ein bisschen unclever, weil wenn ich es letzte Runde abgelehnt habe, warum sollte ich es dann jetzt sofort nach 10 Sekunden bewilligen? Hätte man auch noch ein bisschen intelligenter lösen können. Ja, ansonsten, wie gesagt, baue ich hier so ein bisschen die Städte aus mit meinen Bautrupps. Wobei ich mich im Wesentlichen daran orientiere, was sie mir vorschlagen und eigentlich nur was anderes nehme, wenn mir das überhaupt nicht passt. Also zum Beispiel würde ich persönlich nirgendwann auf die Idee kommen, bei den Wäldern irgendwas abzuholzen. Es sei denn natürlich, ist es ist irgendwie eine Stadt, die sonst überhaupt nicht so viel Nahrung hat, aber noch ein bisschen was braucht zum Wachsen, aber das ist hier auch überhaupt nicht der Fall. Und meistens bietet der ja auch schon an, dass man sozusagen hier an Wäldern sozusagen dann auch irgendwie was baut, was für Wälder nützlich ist. Jeder Menge Ruinen hier noch, aber da kommen wir noch nicht wirklich ran, weil wir, glaube ich, noch nicht so wirklich Einheiten haben, die wassern können. Da wäre es jetzt natürlich gut, wenn wir die Polynesier wären, weil die können sofort wassern. Das ist natürlich für alle anderen Nationen mal ein bisschen blöd. Was ist denn bitte schön Barobudur? Scheint irgendein Wunder zu sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das für alle anderen Völker mal ein bisschen doof, weil die natürlich damit relativ schnell auch relativ nahe kommen können. Aber ansonsten, wenn man das selber hat, ist es natürlich total genial. Die Händler sind. Genau, wir haben die Gilden. Und was will der jetzt hier? Ah ja, wir sollen eine Künstlergilde bauen. Das überlege ich mir aber momentan noch, ehrlich gesagt. Weil ich auch momentan irgendwie eher Lust habe, einen Siedler zu bauen. So, jetzt machen wir den hier erstmal platt. Und suchen uns auch eine neue Forschung aus. Und ja. Ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal die Philosophie. Die bringt jetzt zwar nicht so wahnsinnig viel Tolles Neues, was wir jetzt unbedingt brauchen, glaube ich, aber mit 7 Runden ist halt das, was man als nächstes erforschen könnte. Super. Schwuppdiwupp. Einmal platt gemacht. Einmal platt machen zum Mitnehmen, bitte. Auf jeden Fall denke ich, ja, ich weiß gar nicht, wo sollten wir eigentlich unsere neue Stadt hinbauen? Ob das wirklich schon Sinn macht, hier drüben bei Honolulu? Also ich würde es ja fast versuchen wollen. Aber die Frage ist natürlich auch, kommen wir rüber? Da war ja irgendwie was mit Wassern und so.
Ja, genau. Also werden wir uns wahrscheinlich hier noch irgendwo breit machen. Da oben haben wir noch Gold, das wollte ich ja auf jeden Fall noch holen. Färbemittel ist eigentlich auch noch ganz genial. Joa, hier haben wir noch ein bisschen mehr Eisen, das kann natürlich auch nicht schaden. Da nochmal Marmor. Na gut, ein bisschen was gibt es hier noch. Wie sieht es denn eigentlich aus? Haben wir Elfenbein schon? Ich weiß es momentan gar nicht. Ich könnte natürlich hier oben mal nachgucken. Genau, Elfenbein haben wir schon. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, ein zweites zu haben, einfach um eben halt handeln zu können. Genauso wie Gewürze. Das hätte ich auch ganz gern nochmal. Ach, das haben wir sogar noch ein zweites Mal. Aber trotzdem, es kann natürlich, wie gesagt, prinzipiell immer nicht schaden, wenn man nochmal irgendwas hat, was man zum Handeln anbieten kann. Man weiß ja nicht, man weiß ja nicht. Also ich gucke jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum, was es noch zu entdecken gibt. Wo wir noch lang könnten. Und jetzt gucke ich mal, komme ich hier irgendwie schon rüber? Ah, wir können hier sogar schon wassern. Das ist ja genial. Muss ich sagen, dann kenne ich mich schon gar nicht mehr in meinem eigenen Spiel aus. ja, schauen wir einfach mal. Aber so ein Schwertkämpfer ist gar nicht so schlecht. Und dann würde ich sagen, lassen wir den Siedler, den wir jetzt gerade bauen, auch da nach drüben wandern und machen da erstmal so ein bisschen Angst und Schrecken in Richtung der Polynesier. Ah, ein Barbarenlager. Super. Werden wir uns gleich mal vornehmen. Ah, wir sind gerade einen Platz aufgestiegen hier in der Punkteliste. Das ist auch nicht schlecht. Ja, da müssen wir halt einfach mal schauen, was wir da draus machen. Scheint auf jeden Fall ganz gut zu sein. Da wird hier eine Stadtmauer fertig. Ist auch nicht schlecht. Weil es könnte natürlich prinzipiell schon sein, wenn wir jetzt da mit unserem Siedler rüberwandern, dass dann der Polynesier sich so ein bisschen belästigt fühlt. Aber letztendlich muss ich sagen, ist es genau das, was ich vorhabe. Dem einfach mal ein bisschen auf den Keks zu gehen. Genau. So, was bauen wir jetzt hier noch? Ein Machu Picchu? Ja, na, warum nicht? Passt zwar nicht ganz zu Persien als ja, als Nation, aber es muss ja auch nicht immer alles so ganz streng danach zugehen, was die Nation eigentlich gemacht hat. Ich warte mich jetzt hier trotzdem mal lang. Ja, das ist nämlich nochmal ein Angebot. Er möchte Gewürze haben, gibt uns dafür erstmal so Gold, nämlich 239 und noch ein Gold pro Runde. Und er bietet offene Grenzen an, die wir aber nicht erwidern müssen. Da würde ich doch sagen, nehmen wir an. Gold kann man immer gebrauchen. Und ansonsten, ja, warum nicht? Einheit benötigt Befehle. Ja, ist okay. Baue ich hier noch schnell die Pferde aus. So, da haben wir auch noch mal ein bisschen was entfernt und gleichzeitig ein bisschen Gold daraus gekriegt. Gar nicht mal so übel. Sollten wir öfter machen. Ja, 15 Gold die Runde ist natürlich auch gar nicht mal so schlecht. So. Nee, offene Grenzen jetzt nicht. Vor allen Dingen nicht unter dem Aspekt, dass wir jetzt ziemlich gleich den Siedler dahin schicken werden. Mal gucken, was ist das hier Belesenste? Aha, da sind wir auch noch nicht so ganz.
Das war auch eher ein Schlusslicht. Müssen wir also dringend noch es gibt nur erweitern. Und schauen wir mal, was sonst noch möglich ist. Theologie, was bringt das? Ein Garten. Hagia Sophia, große Moschee von Denis. Genau, großer Tempel und aha, Bodur, da ist es. Aber das hat ja schon der Deutsche gebaut und ich persönlich würde auch sagen, wir nehmen die Ritterlichkeit, weil wie gesagt, ich nehme schon an, dass der Huch, habe ich vergessen, noch das letzte, letzte Nachricht da zu gucken. Ja, das hat wie gesagt der Deutsche schon gebaut und deswegen nutzen das gar nichts. Und ich nehme an, dass der Polynesier doch ein bisschen sauer sein wird, ein bisschen stinkig sein wird, wenn wir. Nee, nicht Geländefeld kaufen, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch hier mit Lauben, wollte ich doch hier eine Pagode kaufen. So, passt. Der wird ein bisschen stinkig sein und deswegen ist es dann ganz gut, wenn wir noch ein bisschen was. Mina, Gingu Shaga, Uaguazul. Ginzizo ja Mabut. Magushogu Fanayo Nawe. Ja, genau, du sagst es. Deswegen wird es absolut sinnvoll sein. Nö, ich mache jetzt hier nicht. Da gehe ich gar nicht drauf ein, auch wenn er das blöd findet, dass ich da mit anderen Kontakt habe, aber das ist sein Problem, nicht meins. Aber wie gesagt, da er das blöd finden wird, dass wir da drüben siedeln, wird er wahrscheinlich hier auch ziemlich bald Krieg anfangen wollen. Wieso kann ich jetzt da nirgendwo hin? Moment mal, kriegen wir gleich mal zurück. Ja, nee, Quatsch. Ja, was bauen wir jetzt hier? Also ich würde sagen, noch ein Schwertkämpfer auf jeden Fall. Ja, kann sie noch weiter holen. Die Stadt ist gewachsen. Und da benötigt noch jemand Befehler. Und der kann irgendwie nicht. Doch, der kann hierher gehen. Super. Was macht denn eigentlich unser erster Schwertkämpfer? Aha. Der erholt sich nur langsam. Liegt vielleicht auch daran, dass der nicht im eigenen Land steht. Das werden wir gleich mal ändern. Also Bismarck ist ja wirklich ganz stark dabei, hier irgendwelche Wunder zu bauen. Aber ja, mal gucken, ob mir das was nützt. Hier würde ich sagen, bauen wir erstmal einen Markt. Geld, wie gesagt, kann man immer brauchen. Und hier können wir einen Zirkus bauen. Genau. Denn Happiness wird noch ganz schön schnell sinken und das müssen wir dann natürlich auch ausgleichen. Und daher ist das schon ganz gut und sinnvoll. So. Weiter geht's. Hier haben wir noch ein paar Schafe zum Ausbauen. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das schon ganz schön gut eigentlich. Läuft eigentlich schon ganz schön rund. Was mache ich jetzt damit? Komme ich damit irgendwo hier hin? Bestimmt, aber ich komme hier unten nicht weiter durch. Na gut, dann lasse ich den da erstmal stehen. So. Den hier erstmal nochmal weiter holen lassen. Ja. Deutsch und Dänen kloppen sich, aber wie gesagt, das ist auch deren Bier, da mische ich mich gar nicht ein, auch wenn jetzt da gleich einer kommen sollte und sagen sollte, mach doch mal mit. Aber man muss ja nicht. Hm, super. Die Polynesier sind auch mit einem anderen im Krieg. Das heißt also, auch da brauche ich mir jetzt erstmal. Boah, das kommt mir eigentlich ganz zu Pass, weil wenn der mit dem anderen im Krieg ist, kann ich natürlich erstmal hier vorne ganz vorsichtig mich hinsetzen. Und dann mal gucken, so. Genau. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal.
jeden Fall ist es schon mal sehr spannend hier. Können wir schon wieder was Neues bauen, das ist ja auch nicht schlecht. Was bauen wir denn hier? Bin gerade so ein bisschen überfragt. Ein Schwertkämpfer können wir nicht mehr bauen. Dann würde ich sagen, bauen wir noch einen Siedler. Städte kann man auch nie genug haben. Ach, guck einer an. Da kriegen wir sogar noch einen kostenlosen Siedler. Haha. Was für ein guter Zufall. Nee. Wobei. Nee. Verbandseinheit bewegen. Ja, das ist natürlich ganz klasse. Mal gucken, ob der uns hier irgendwas anbietet da unten. Ja, da will ich aber nicht. Hier da oben, da will ich aber auch nicht. Also irgendwie würde ich ganz gerne da bauen, wo wir vielleicht auch noch eine neue Luxusressource reinkriegen. Wobei, ist ja Quatsch, wieso schicke ich den nach unten? Den kann ich doch genauso gut auch hier oben zum Gold schicken. Ich glaube, Gold haben wir auch noch nicht. Hey. So, genau. Dann schickt man auch ganz langsam dahin. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, dass wir da so ein bisschen was Neues hinbekommen, weil neue Städte kosten auch immer erstmal ganz schön viel an genau. Mal ganz vorsichtig hier weiter bewegen. Wie gesagt, wachsen ist eigentlich immer erstmal ganz gut. Den lasse ich jetzt erstmal stehen und warten. Weil wenn der zu weit vorprescht. Oh. Nee, ich will eigentlich den hier. Ja gut, okay, eine Botschaft kann man schon annehmen. Das ist ja nicht so schlimm. Bisschen diplomatische Beziehungen braucht man ja auch so. Ja. Genau. Der wartet immer noch da. So. So, schau mal. Hier würde ich eigentlich jetzt, ich nehme mal das da. Zwar nicht ganz das Optimale, aber in Anbetracht der ganzen Sache, die wir da jetzt vor Ort haben, glaube ich, ist es das Beste erstmal. Genau. Ja, genau. Also das, glaube ich, wird schon ganz gut. Schauen wir mal, was wir hier noch bauen können. Noch eine Pagode. Sehr schön, sehr schön. So, insgesamt muss ich sagen, geht das schon richtig gut voran. So. So, einen Moment warten. So. Ha. Sehr gut. Ja, Religion verbessert, aber ich will meine Religion jetzt momentan gar nicht so verbessern. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt noch kann. So. Oh. Ach, ich dachte jetzt schon, mein kostbarer Schwertkämpfer wäre da irgendwo in Gefahr, aber er hat es gerade nochmal so geschafft.
So, was bauen wir jetzt hier? Naja, eine Künstlergilde. Gut, das wäre schon mal was. Also einen neuen Siedler würde ich da jetzt noch nicht bauen, weil ich glaube, das wird dann auf einmal zu viel. Genau, und dann schauen wir einfach mal. Genau, Physik ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich gucke mal rasch, ob wir irgendwie hier was gerade aufbessern können. Jawohl, was kostet das? 110. So. Den Frachter müssen wir neu losschicken. Oh, das ist ja gar kein Problem. Schauen wir mal. Also, ich sehe auch gerade, unser Gold pro Runde hat beträchtlich abgenommen. Nur noch plus 3. Von daher müssen wir jetzt wirklich einmal so ein bisschen gucken. Das war. Ah, Machu Picchu haben wir auch nicht gekriegt. Na gut, war ein Versuch wert. Man muss es ja auch mal einfach mal versuchen und ja. Mal schauen, was bei rauskommt. Ja. Na, plus 7, plus 8, das klingt doch schon wieder ganz gut. Ja, zusammenarbeiten können wir eigentlich auch. Das passt schon. Nee, keine offenen Grenzen. So, würde ich mal sagen, auf geht's zur Gründung einer neuen Stadt. Huch. Da rennt ein Olla Barbar hier rum. Ha. Ich hab's mir fast gedacht. Zurück. Und schauen erstmal, dass wir da ein bisschen. Ja, dass wir ja einfach erstmal so ein bisschen klarkommen mit den ganzen Barbaren. So. Genau. Ja, auch erstmal schön aus. Ach, jetzt können wir hier oben wieder was Neues. Haben wir ein neues Landstück zugekriegt. Wo ist denn dieser Siedler jetzt hier hin? Sehr gut. Haben wir schon mal eine Stadt gegründet? Nee, ich mache jetzt kein Forschungsabkommen. Es bringt mir zwar auch was, dadurch, dass ich eine Technologie bekomme, die ich vorher selbst noch nicht hatte, aber das ist mir für 800 einfach nicht wert. So. Jetzt bin ich dann nur mal gespannt, wie gesagt.
Der wird ja dann gleich ankommen und was von mir wollen. Würde ich jetzt mal so behaupten wollen. Kriegen wir aber auch hin. So. Würde sagen, wir gründen jetzt nochmal die beiden Städte da. Also ich habe jetzt wirklich mal, wie gesagt, das andere genommen. Ich würde sagen, wir gründen noch die beiden Städte da und dann machen wir erstmal wieder so einen kleinen Cut. Denn wir sind inzwischen schon wieder bei 25 Minuten. Und wieso zwei Städte? Wir haben ja eigentlich nur eine Stadt zu gründen. Also gründen wir natürlich nur noch diese eine Stadt. Und dann werden wir mal weiter gucken. So. Sieht ja alles schon mal ganz gut aus. So. Ja, also dann wären wir richtig gut vorwärts gekommen. Drei neue Städte gegründet. Und vor allen Dingen auch den Polynesier so ein bisschen geärgert, auch wenn er sich momentan überhaupt noch nicht dazu äußert, aber wahrscheinlich traut er sich einfach nicht. Den schicken wir natürlich gleich hier zurück. Er darf sich erholen. Und der darf sich auch erholen. Genau. Oh, da ist aber viel passiert hier. Ach so, ein paar Sachen ausgelaufen. Naja, ist egal. Trotzdem verstehe ich nicht, warum unser Gold jetzt schon wieder so hochgeschossen ist. Weil eigentlich wurde ja gerade was gekündigt, wo wir Gold pro Runde bekommen haben. Aber naja, okay. Wird schon alles seine Richtigkeit haben. Jetzt würde ich sagen, schließen wir noch diese Runde ab. Dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Ja, wir prüfen ganz sorgfältig und stellen fest, es ist super, nehmen wir an. Damit haben wir also auch nochmal unser Abkommen nochmal gesichert, dass er eben ausgelaufen war. Jetzt gebe ich dem hier nochmal einen Auftrag. Lass den nochmal reparieren. Beende noch die Runde und dann würde ich sagen, finden wir einen neuen Gegner. Genau. Nein, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen würden. Ich hoffe auch, dass ich jetzt wieder schaffe, ein bisschen kontinuierlicher aufzunehmen. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.